Herzlich willkommen, Leute, zum Season 4 Battle Pass Video in Fortnite. Diesmal habe ich absolut noch nichts gesehen. Ich habe mich nicht gespoilert. Mir wurde vorab nichts gesagt. Klar, wir wissen, dass es Superhelden sind, also dass das wahrscheinlich das Theme ist. Aber ich habe mir noch nichts angesehen. Bedeutet, wir gucken uns jetzt zusammen den neuen Battle Pass an. Ich bin sehr gespannt, ja. Hier sieht man schon die ersten beiden Skins. Das müsste der dritte Skin gewesen sein, den man gesehen hat. Nur halt ohne die Augenklappe. Und das ist der, der auf dem letzten Wallpaper, was geteased wurde, an dem Krater zu sehen war. Wir gehen in Battle Royale. Ich bin echt hyped, Leute. Und ich hoffe, ihr auch. Ich würde mich sehr über euren Support freuen. Oh, es kommt ein Cinematic. The world will never be the same. Brace for impact. Jawoll, Alter, wie geil. Finde ich super, super cool. Battle Pass Bonus. Als Dankeschön für den Kauf des Battle Pass Season 3 fängst du Season 4 mit 5 kostenlosen Sternen an. Okay, nice. Battle Pass Stufenaufstieg. Okay, du hast. Ja, okay, okay. Das ist nur eine Herausforderung und Banner-Symbol. Oh, guck dir das Background-Bild an. Leute, ich bin hyped, ja. Wir werden heute noch einen Stream rausballern. Deswegen hoffe ich, dass ihr mit dabei seid. Aber jetzt geht's los. Wir gucken erst in den Shop. Okay, im Shop hat sich nichts geändert. Okay, okay, okay. Battle Pass, jetzt geht's los. Das ist der Season 4 Battle Pass. Wir haben am Anfang den Carbide, ja, also das ist der, den man im Trailer gesehen hat, plus den anderen. Okay, das sind Starter-Skins. Sick, ist vollkommen in Ordnung, ja, legit. Ja, okay, Spray-Logo, ne? Spray-Logo? Moment, gab es Spray-Logos? Nein, das sind doch die Sticky. Es gibt Spray-Logos! Bin ich ganz bescheuert? So. Okay. Doch, es muss was anderes sein. Alles klar, nice. Orkanhacke auf Seite 1. Okay, zack. Nächste Seite. Was ist das? Ein Rucksack? Standard Rückenaccessoire. Okay, man sieht es halt nicht, weil der Charakter sich nicht dreht. Das werden wir gleich noch einmal. Wir gehen einmal durch und dann baller ich den Battle Pass wieder durch. Der Zuckerschock leider. Sick. Ja, GG-Spray-Logo. Regenbogen. Nächste Seite. Oh, neue Trails. Ja, die sind nice. Dann haben wir Herzen und einen neuen Skin. Oh, okay. Finde ich auch cool. Gefällt mir. Popcorn, jawohl. Jawohl, ist das nicht der ist das der Gewinnertanz? Moment, nein. Ist das nicht der Dance, den alle haben wollten? Der ist aber sick. Neue Trails. Okay, die Sprühfarbe passt zu der einen gerade, die wir gesehen haben. Den Gleiter zu der Picke von gerade. Oh, wir nähern uns den Endskins. Ein Arrow. Zoe. Chaos mit Zuckerguss. Okay, die passt zu dem einen Gleiter. Dann, genau, da haben wir ja noch den Lolly dazu. Alter, wir sind jetzt auf Seite 7 von Rides. Ha, der ist nice. Und der Rucksack dazu, den sehen wir gleich uns auch nochmal an. Was haben wir hier? Respekt. Ja, doch, der könnte geil werden. Just do it. Drei Lamas. Haha, das ist ein Bananending-Gedöns. Ja, 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 okay, okay. Ein Fenster, ja, gut. Oh, Herzen. Oh, jetzt geht's los. Wähler. Teil des Tapferkeitssets. Ach, Moment, da passt der Gleiter zu. Weitere Sprays, dann haben wir Kühn voran. Okay, wow, wir sind auf seine 10. Ich bin auf den Endskin gespannt. Was ist das? Flugspuren. Ah, okay, wie so eine Art Komet, Sternschnuppe. Okay, der ist ziemlich nice. Dann haben wir den Gruppenanführer, ein Hightech-Kämpfer.
Ja, eine coole Banane. Ah, ein cooler Ladebalken, ne? Ja, ist ein Ladebalken. Gut, ein Tunnel, den man ausspringen kann. Der Roadrunner. Miep, miep. Jawohl. Der Blood Elf Dance gibt's natürlich auch schon vorher, klar. Aber ich kenne ihn von den Blood Elfen aus irgendwie. Okay, okay. Jetzt kommt's, Leute. Jetzt kommt seine Drive-Szene. Benedict Omega. Kann nur eingeben. Teil des Omega-Sets. Okay. Freischaltbare Stile. Verdiene zusätzliche Stile für Omega? Was zur Hölle sind freischaltbare Stile? Leute, ich habe Geld selber wieder aufgeladen. Ihr kennt das, ich habe alle meine Skins soweit selber gekauft. Aber als Partner von Epic Games bekomme ich zum Season-Start, habe ich zum Beispiel, letztes Mal habe ich ja 950 V-Bucks bekommen. Dieses Mal hatte ich 5000 bekommen. Ich hatte aber trotzdem schon wieder aufgeladen, weil ich mir die mal selber kaufe. Trotzdem möchte ich mich dafür einmal bei Epic natürlich bedanken. Und wir werden das machen, was wir immer tun. Wir gönnen uns erstmal natürlich das Paket mit 25. Ja, das ist klar. Ja, das ist immer safe. Battle Pass aufgerüstet. Neuer Gegenstand. Muss ich alle anklicken. Ich hätte auch zurückdrücken können, aber da sehen wir es halt nochmal. Ja, gut. Ne, das hätte ich jetzt wirklich skippen können. Aber da sieht man vielleicht nochmal alles im... Hier ist der Backblick. Ja, natürlich sieht man ihn dann nicht mehr. Okay. 96. Da sind auch wieder V-Bucks bei. Die Trails. Alter, ich bin so hyped. Spray-Logos, ey. Genius. So, Stufe erwerben. Let's go. Oh Gott, wie teuer ist das? Komme ich damit wieder hin? Hat sich das gelohnt? Also, gelohnt ist immer relativ, aber freischaltbare Stile. Panzerausrüstungsstufe. Es gibt. Warum Ausrüstungsstufe 1? Diesmal drücke ich auf zurück. Ich hoffe, dass. Okay. Spind. Was ist das? Random? Ah, okay. Ist er da? Nein, das ist er. Omega. Freischaltbare Stile. Okay. Herausforderung. So. Schieße, egal welche ab, um die Belohnung zu verdienen. Guck mal hier. Oh, Moment. Für den Standard-Skin kann man Sachen freischalten. Unterschiedliche Rüstungen. Level 65, dann hat man hier unterschiedliche Armor-Dinger noch. Okay, das heißt, es gibt jetzt Rüstungssets für die Charakter, natürlich nur visuell. Und das hier werden unterschiedliche Stile sein. Schließe alle Herausforderungen aus 5 unterschiedlichen Wochen ab. Wow, schließe alle Herausforderungen aus 7 unterschiedlichen Wochen ab. Okay. Ich bin gespannt. Das heißt, der ändert sich jedes Mal. Es gibt wahrscheinlich dann den Standard... Omega? Na, hier ist Omega. Aber es sind nicht die schieße drei Herausforderungen, aber egal welche. Reich Level 25, 35, 45. Okay, leveln. Dann kriegt man sozusagen auch hier eine Arme. Man kann ja immer so Helme sozusagen aufsetzen. Aber hier gibt es noch was. Ja. Hier kommt noch was. Ich bin gespannt, Leute. So, okay. Das heißt, Omega, ja, ist Standard erstmal unterwegs. Dann haben wir noch den Helden. Der war jetzt neu. Hier Wähler. Und die, ja, so zwei Agenten. Aber hier war doch, die beiden finde ich eigentlich ziemlich cool. Also den hier finde ich ziemlich nice eigentlich. Den werde ich, glaube ich, öfter spielen. Hier fällt mir irgendwie das Face nicht, aber allgemein kann man dann eine coole Combo rausbasteln. Okay, nehmen wir natürlich erstmal Omega, ja. So, hat Omega schon Backbling? Ne, Backblings waren nur der hier neu. Teil des Hightech-Kämpfer-Sets. Okay. Welcher passt denn vorübergehend zu Omega? Ja. Okay, wir equippen schnell. Ich wollte euch eigentlich wieder nur den neuen Battle Pass zeigen. Ihr kennt das Ganze, ne? Was es hier Neues gibt. Nehmen wir den. So, neue Picken. Da haben wir einmal die Wähler-Axt und den Lollipop. Und das war's auch schon erstmal. Gleiter. Wählers Schwing und Kühn voran. Okay, also die beiden Heroes. Der Zuckerding. Ja, kennen wir ja auch noch. Dann nehme ich aber wieder mein John Wick am Limit Glider. Ja, die neuen Trails. Blitze, Herzen, als Komet, Spray und den nehmen wir. Zack. Loading Screens. Alle grün wieder. Sieht immer doof aus im Loader. Ja, natürlich den Reaper. Holy shit. Nein, Spray-Logos. Okay, Spray-Logos sind,
Okay, okay, okay. Gut, du gehört hier mit rein. Klar, macht irgendwo Sinn. Ich dachte, es gibt eine extra Taste. Shit, welche waren jetzt hier noch neu? Nein, nein, nein. Kennen wir alle, kennen wir alle. Nehme ich den Groove Jam natürlich erstmal mit rein. Klar. Der Bananenhype. Den Kapuzen-Dance. Ich will auf jeden Fall... Popcorn war nicht schlecht. Wir wollen ein Spray-Logo auf jeden Fall. Ein Spray-Logo. GG. Wir müssen was sprayen. Okay, eine Leiche. Kreis, ein Kussmund. Eine Maske. Wer war es gewesen? Ja? Der Raven. Respekt. Der kommt auf jeden Fall noch mit ins Loadout. Den... Warte mal. Zack, Moment. Dann kommt... den Tunnel, glaube ich, würde ich nehmen. Finde ich immer lustig, sowas. Der Roadrunner. Miep, miep. Okay, okay, okay. Wie gesagt, will euch nicht so lange aufhalten, ja. Ich wollte, eigentlich wollte ich euch das nur zeigen, aber es gibt so viel Neues. Und das ist immer nice. Neues ist immer besser. Ein GG. Ich nehme einfach mal den Tunnel mit. Keine Ahnung, wie es in-game aussieht. Ja, was kam denn noch neu dazu? Also Respekt hatten wir noch. So, die Spray-Dinger finde ich eh immer alle Mist eigentlich, muss ich sagen. Die müssten wir eigentlich alle haben. Nehmen wir Popcorn mit rein. Und Respekt, wenn ich ihn finde. Da. Das heißt, einer ist aber noch nicht markiert. Komm schon, komm schon, komm schon. Da, zack, okay. Wallpaper markieren. So, jetzt ist alles raus. Ich glaube, jetzt haben wir alles gesehen, was es neu gibt. Ich bin sehr gespannt, was es hiermit auf sich hat. Es gibt für Omega kann man Quests machen. Da muss man Level 80 werden. Dann gibt es eine fette Rüstung dafür. Das heißt, man muss hart reinsuchten. Für den muss man Level 65 werden. Dann gibt es für den eine geile Rüstung. Ich weiß noch nicht, wie sich das dann visuell bemerkbar macht. Und hier kann man alle Herausforderungen... Da gibt es also anscheinend... Könnte man hier schon eine Akte holen? Nee, Quatsch. Man schließt das zwar ab, aber es wird irgendwas geben. Das ist ja die Belohnung immer. Aber dann am Ende gibt es halt noch was, wenn man alles macht. Was sind denn die Belohnungen, die Level 1? Das ist easy. Durchsuche Truhen bei Haunted Hills. Ja, nervig. Benutze eine Taschenfestung. Suche Fortnite-Buchstaben. Okay, let's go. Suche die Schatzkarte Tomato Town. Gegner mit Pistole. Enemy... und Flash Factory. Gibt 5000 EP. Okay, nice. Ich bin am Start, Leute. Heute Nachmittag gibt's einen Stream. Das war ein kleiner Teaser für Season 4. Okay, das Video ging schon relativ lang. Wenn ihr genauso hype wie ich, lasst mir gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns vielleicht nachher im Livestream. Ich würde mich auf euch, oder ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einschalten würdet. Und dann finden wir noch raus, was es sonst so gibt, Leute. Bis dahin, macht's gut. Ciao.